Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cuphead. Ja, heute geht's wahrscheinlich gegen den Final Boss. Ich meine, wenn man in unsere Liste schaut, ich hab's auch gerade offline schon mal gemacht, dann sehen wir da erstmal die ganzen neuen verschiedenen Bosse aus dem Boss Rush mehr oder weniger. Ja, Chips Wetter war auf jeden Fall die schlimmste. Also, wie gesagt, ich habe so gemacht, Rot ist auf jeden Fall, die rote Waffe hat mir glaube ich beim letzten Dive King gleich selber den Arsch gerettet. Weil die halt schön viel Schaden macht. So. Und jetzt, ihr habt gesehen, noch ein Boss fehlt und das wird wahrscheinlich er hier sein. Der Teufel in ein Höllenspaß. Okay. Das ist tatsächlich der Teufel selbst und damit auch der Final Boss. Oh, wen haben wir denn da? Ihr habt nicht nur meinen unnützigen Schergenkönig Würfel versohlt, sondern ihr habt auch meine Seelenverträge. Jetzt schließt euch mir an. Nein, bist du behindert. Ihr fallt mir also in den Rücken, was? Ich werde euch lehren, Verträge nicht zu brechen. Aufgepasst! Alter, chill. Aber man kann das richtig ja machen. Das würde mich auch interessieren, was da passiert. Ich könnte es ja nochmal ausprobieren. So, was macht der? Okay, ich muss ihn ins Fresse. Oh! Okay. Okay, das war anscheinend schon seine erste Phase. Wow, was ist das für ein Scheiß? Kann ich nicht sogar rot nehmen? Doch, ich kann sogar rot nehmen. Schaut mal. Okay. Ich fand das aber leichter als das andere, muss ich sagen. Okay, was kommt jetzt? Wow, 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 wow. Okay, ich merke schon, der hat's drauf. Okay, nochmal ein richtiger Boss zum Ende. Fast die erste Phase geschafft. Jetzt ist die Frage, ist er schwieriger als King Geist oder nicht? Ich bin gespannt. So, das ist eigentlich nicht so schwierig. Komm, ja. Ich fand seinen anderen Attack relativ schwer, muss ich sagen, wo er so komisch ankommt. Und was ist das? Okay, das ist auch nicht so einfach. Nee. Aber ich kann's parryen. Haha. Okay, was ist das? Ist das die nächste Phase? Ich glaube schon. Okay. Nee, es ist glaube ich auch noch so einer von diesen Attacken, die er macht. Der hat glaube ich verschiedene zur Auswahl und wechselt sie immer ab. Was ist das? Ach, das ist diese Scheiße schon wieder. Oh, wow, wow. Ich war jetzt schlechter als davor. Ich hab doch viel länger durchgehalten. Was macht der noch so? Nein, nicht das, nicht das, ey. Das ist eine dreckige Attacke. Ich glaube, da kann man noch schnell ausweichen. Okay, hat 1, 2, 3, 4 Phasen. Die letzte Phase ist wieder ganz kurz. Da würde ich sagen, machen wir unseren Standardtrick von Cuphead. Dass wir uns unsere Ulti für die letzte Phase aufheben. Und in der Multimotive eine reinhauen. Okay, mach diese Scheiße. Okay, das ist die leichtere Variante. Oh, dieses dumme Viech, Mann. Kannst du mal verpissen da? Ja klar, natürlich trifft es mich jetzt. Hä? Man muss es da doch so reinstellen, oder nicht? Wie soll das sonst gehen? Oder muss er da ganz nach hinten? Kommt er nicht... Ah, das kann auch sein. Vielleicht kommt er auch nicht bis ganz nach hinten an die Map. So, warte mal. Geht es bis ganz rüber? Nein, okay. Ah, dann wäscht man den so aus. Okay. Okay. Das ist die nächste Phase. Was zum Teufel? Okay, da kommt er irgendwie angesprungen. Ja, yeah, der ist wach, sich mir zu widersetzen, wird vernichtet. Nein. Okay, ah, okay, man kann sich wegporten. Mhm. Und dann kann man dem ausweichen. Das ist gut zu wissen. So, jetzt kommt das. Ja, okay, das ist jetzt ja richtig unfair, dass dieses komische Viech ankommt. Will ich dem ausweichen sollen jetzt? So, ich habe auch meine Ulti, könnte ich einsetzen, zum Beispiel in der nächsten Phase. Jetzt, in dieser Phase. Okay, das Skelett haut ab. Ja, natürlich! Oh Mann, ich will gerne mal die nächste Phase sehen, ey. Kann ich da bitte mal reinschauen? Oh, Mann, ist hier mit dem ganzen scheiß Kabel im Weg rum. Nein, sollte nicht an meinem Fuß festhängen. Hallo, verpiss dich da. Meine Fresse. So. Das ist der Kugelblödsinn. Oh Mann, dieses kleine dumme Ratte da, ey. Was kommt jetzt? Okay.
Okay, nächste Phase. Jetzt können wir vielleicht endlich mal die nächste Phase sehen. Go. Okay, wenn man nicht reingeht, dann kommt wahrscheinlich was anderes Krasses. Was ist das jetzt? Ulti. Kommt, da macht diese Waffe mehr Sinn, wenn man direkt bei ihm ist. Aha, man sollte es parieren. Okay, okay, okay. Lol, aber fast schon geschafft, die zweite Phase. Okay, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte von ihm gesehen. Die zweite Phase scheint tatsächlich nicht so schwierig zu sein. Ich weiß, ich habe jetzt die Ulti eingesetzt, ne? Wenn ich die Ulti erst in der letzten einsetzen will, dann kann ich sie wahrscheinlich nicht in der zweiten einsetzen, das weiß ich. Boah, diese Phase ist echt scheiße. Ne, Mann, ey, weil... Ach, diese Attacke meine ich. Was soll ich machen? Von allen Seiten kommen sie, ist klar. Wenn immer dieser blöde Trottel nicht mal ankommen würde und mir Schaden macht. Das ist total unfair, Mann. Er kommt immer genau dann bei diesen Scheißphasen, wenn ich ihn überhaupt nicht sehen kann. Ja, danke auch. Nick, hey, das macht gar nicht so viel Schaden, diese rote Waffe. Was soll das? Ich glaube, die trifft hier nicht gescheit, deswegen macht die nicht so viel Schaden. Weil bei der zweiten Phase hat sie ja übelst Schaden gemacht. Oh nein, nicht diese Attacke, Mann. Die ist auch so scheiße, Mann. Boah, ich schaff's eine blöde erste Phase immer nicht. Und gerade habe ich sie geschafft. Aber ich kam nur einmal in die zweite Phase. Das kann doch nicht sein. Weil eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich finde ihn nicht so schwer bisher eigentlich. Also von seinen reinen Movesets her. Du, das ist eine dreckige Attacke. Er hat so ein paar dreckige Attacken drauf, ja, aber... Das ist halt auch kaputt. Da haben die alle mal dreckige Attacken drauf. Aber ich finde jetzt seine Attacken nicht so schlimm im Vergleich zu dem, was wir teilweise schon gesehen haben. Von anderen Bossen jetzt, meine ich. Also, ja, eigentlich geht es. Man muss halt eigentlich... Ah, vielleicht bin ich auch gerade unkonzentriert. So, am besten den Lilan den gleich wegmachen. Der nervt nur. Ja, mach das. Das ist einfach. Das müsste doch bald mal in die nächste Phase gehen, oder? Ja, okay, geht er auch. Noch Full Life, das ist gut. So, ich hau wieder die Ulti rein. Ich glaube, das ist eine gute Sache bei der Phase. Zumindest bevor ich noch nicht in die letzte komme. Mein First Try werde ich den ja wohl kaum. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass ich die anderen Phasen sofort schaffe. Aber weiß nicht, was er drauf hat. Boah, ist der hässlich, ey. Hallo, ich bin ausgewichen. Ich glaube, ich bin... Was macht denn der alles für eine Scheiße? Ulti, nein, ich wollte gerade meine Ulti einsetzen. Wie weit war ich? Fast bis zum Schluss gekommen. Fast bis zur letzten Phase. Aber die dritte Phase ist, glaube ich, schwierig. Oh, wow, wow. Aber, okay, man kriegt zwei Ultis hin. Also ich kann ruhig eine Ulti in der zweiten Phase einsetzen. Muss dann aber auf jeden Fall in der letzten Phase also die letzte Ulti einsetzen. Alter, was ist denn los jetzt, Mann? Das ist die leichteste Attacke im gesamten Spiel und ich krieg die nicht, Dinger ausgewichen. So. Oh Mann, dieses dumme kleine Kackviech, Mann! Verpiss dich doch mal! Du bist nicht der Boss, Alter! Viel zu früh, oder? Jetzt wurde ich aber wieder von diesem blöden kleinen Drecksteil getroffen, ey. Als ob sie schon nervig genug wäre, muss immer noch so ein Spaß da im Hintergrund rumlaufen, ey. Ich glaub's echt nicht. Oh Mann, diese Spinne ist das leichteste der Welt! Was mache ich denn gerade? Krieg nichts mehr hin hier! Oh Mann, das ist so ein Scheiß mit diesem blöden, niederen Kackding da, was immer ankommen muss. Hau ab, Alter, und lass mich in Ruhe, ey. Jetzt habe ich schon wieder das Pech. Jetzt kommt das Ding gleich da hinten an und nervt mich wieder. Ab, Mann, das ist so unfair. Kann das bitte mal aufhören, immer genau dann zu kommen, wenn der seine Scheißschlange machen muss? Oh nein, ich will keinen Schaden von dieser Dreckspinne kriegen, ey. Mann, ey, ich verkacke gerade so hart.
Hallo, ich hab geparried, Mann. Parry das doch mal. Aber das nervt am allermeisten, wenn dieser dumme Parry nicht funktioniert, ne? Ich hasse das. Jetzt kommt hier hinten wieder dieses Ding. Komm, ey, ich setz jetzt mal eine Special Move hier ein. Ich hab Bock, hier ein Leben zu verlieren. Ich hab's eigentlich nur gemacht, damit ich kein Leben verliere, weil dieses Ding wieder komplett unfairerweise das spawnt. Ich habe jetzt leider nicht mehr für die zweite Phase. Aber was soll ich machen? Hallo, kann das mal schießen? Jetzt. Okay, was macht er hier für Scheiße? Mann! Okay, er macht einmal diesen... Okay, sollte man in die Mitte gehen, glaube ich. Und er schießt manchmal diese komischen Ringe. Und diese Bombe muss auf jeden Fall down machen. Genau, das wissen wir. Okay, jetzt macht er die nächste Phase. Was macht er hier? Ich setze gleich mal einen Special Move ein. Ja, ich weiß, ich hab gedacht, machst du hier eine Phase, aber ist jetzt wurscht. So. Kann man dich irgendwie töten? Ja, kann man. Ich glaube, ist eine gute Sache, oder? Ja, ja, weil die machen nur Scheiße, die Typen. Wow, 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 wow. Aufgepasst. Bitte weg. Okay, er heult, er heult. Mann! Das war bestimmt die letzte Phase. Ja, letzte Phase war das gewesen. Ach komm, den besiegen wir jetzt doch mal. Das kann nicht wahr sein. Also seine erste Phase ist definitiv die schwerste, kann man sagen. Gut, ich weiß nicht, ob er noch in der letzten Phase irgendwas ausgepackt hätte. Aber bis dato finde ich die letzte Phase, die erste Phase auf jeden Fall die schwerste. Okay, nice. Er ist down. Dann geh gleich hinterher. Auf jeden Fall die Ausrasterattacke machen, sehr gut. Oh Mann! Ich hab mich Angst getroffen, das kann nicht wahr sein. Okay, schön, zumindest das schnell down gemacht. Okay, die Axt ist ein bisschen assi. Das geht aber nicht, diese Axt. So schnell diese Typen down machen, weil die schießen in eine eklige Kacke. Ja, ja. Hast gesehen, Mann. So. Jetzt schnell Special. Idioten down machen. Okay, er heult, ist gut. Ist gut. Okay, aufgepasst, der macht immer so eine Scheiße jetzt. Okay. Knockout! Geil, Mann! Final Boss geschafft! Ja, ich fand ihn echt okay, ich fand ihn aber nicht den schwersten Boss. Aber wir haben ihn geschafft, schön. Aber ich fand bei dem, die erste Phase war relativ schwierig tatsächlich. Aber auch die, eigentlich war die erste Phase auch nicht so schlecht. Ich habe mich wirklich nur dumm angestellt. Und die zweite, dritte und vierte waren echt ziemlich einfach, fand ich. Also wirklich. Okay, schauen wir uns auch den schönen Abspann an. Was geht's? Die Brüder hatten den Dämon besiegt und ihn gezwungen, sich zu ergeben. Wir nehmen deine Kapitulation zwar an, Teufel, lachte Tassilo. Aber wir sind noch nicht fertig. Tassilo, geiler Name. Und dann vernichteten Tassilo und Podcorp alle Serienverträge und befreiten die Bewohner der Tintenfassinsel aus der ewigen Sklaverei des Teufels. Ich kann es kaum erwarten, das allen zu erzählen, sagte Tassilo. Sie machten sich schleunigst auf den Heimweg. Los, wer als letzter zu Hause ist, hat einen Sprung, stichelte Podcorp, während sie liefen. Als sie zu Hause angekommen waren, trommelten sie alle zusammen. Ihr habt keine Schulden mehr beim Teufel, verkündete Tassilo. Und dieser Fiesling wird uns nie wieder behelligen, fügte Podcorp hinzu. Ah, das sind die ganzen Typen hier. Ja. Die sind also alle lieb, oder was? Aha. Opa Kessel sprudelte vor Stolz, buchstäblich über, als alle zu jubeln begannen. Tassilo und Podcorp, ich wollte doch Popcorn sagen. Leben hoch, hip hip hurra, hip hip hurra. Und als das Freudenfest begann, versprachen sich die Brüder niemals wieder Ärger aufzuhalten. Aber daran hielten sie sich auch. Zumindest zum nächsten Mal. Aber das ist eine andere Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Aha. Also es wird auch gleich Platz für Teil 2 gelassen. Ich höre es schon. The End. Alles klar. Das war's also. Jetzt kriegen wir hier noch die Endcredits zu sehen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Das Spiel ist natürlich ultra, ultra geil. Also allein die Optik ist natürlich richtig hübsch, ne? Dieser alte Cartoon-Stil, ich finde die Musik ist richtig geil. Richtig schöne Orbi war dabei. Also das ist richtig
Richtig passend auch einfach, ja. Ein bisschen dieses Jessige, das ist ziemlich geil. Die Charakter finde ich richtig cool gemacht. Ich finde die Bosse sind richtig cool. Also auch, also so, das nicht von dem Gameplay her, sondern auch an sich finde ich die Bosse ziemlich cool. Also, coole Ideen umgesetzt. Ja. Ich finde das Spiel ist zwar schwierig, aber es macht Spaß. Außer der King Dice Boss, der hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und der Devil Boss, der war eigentlich auch ganz cool. Also ja, der King Dice Boss war halt der schwerste, denke ich schon. Aber ja, es ist halt schon ein herausforderndes Spiel, das muss man sagen. Sicherlich nicht für jedermann was. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde, ich habe mich auch ganz gut geschlagen, oder? Also, am meisten gefällt habe ich bei Grim Milchstick, oder wie der hieß, bei diesem komischen Drachenvieh. Der hat mich ja wirklich komplett auseinandergenommen. Wobei ich glaube, auch da lag es daran, dass ich echt wenig Konzentration hatte. Weil ich habe davor schon den Clown gemacht, ich habe den Genie gemacht davor und ich habe davor die Süßigkeitenfrau gemacht. Und da war dann, glaube ich, einfach die Konzentration auch ein bisschen am Ende. Ähnlich wie jetzt mit dem Teufel hier. Der war eigentlich, ich fand den echt nicht so schwer. Ja, aber habe ihn nicht so gut hinbekommen. Ja, aber sonst, wie gesagt, also die Animationen sehen natürlich richtig geil aus, ja. Die ganze Optik vom Spiel mag ich, aber die Animationen stechen natürlich auch nochmal besonders hervor. Ich finde das Gameplay ist cool, es macht Spaß, weil es schwer ist, es macht Spaß, weil es coole Bosse sind, die Ideen finde ich richtig gut, ja, diesen Geisterzug mit dem hin und her fahren, das fand ich klasse. Diese Automaten da bei den Fröschen, also es waren wirklich sehr, sehr coole Ideen dabei. Und ja, es war zwar nicht sehr lang, das Spiel, muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Parts sind, aber ich schätze so 10, 11 Stück, irgendwie sowas. Habe ich jetzt auch tatsächlich alles aufgenommen, ohne den ersten Part bereits hochgeladen zu haben. Weil ich wollte nämlich alle Parts dann so schön auf einmal bringen, wenn schon alles fertig geschnitten ist, dass ich nur noch hochladen muss und so. Dass da wirklich keine Pause ist und dass ihr das Projekt genießen könnt, hoffentlich genauso wie ich. Weil mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, es war ein cooles Projekt, viel Rage dabei, aber ich denke auch einige coole Skill-Momente, wie gesagt, ich denke, ich habe mich nicht so schlecht angestellt. Da habe ich mir schlimmer vorgestellt, tatsächlich. Ja, also, was ein cooles Spiel. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich selber mal dran probieren, zu probieren. Ich meine, es kostet nicht so viel Geld. Ja, tatsächlich kommt ja auch noch ein, wie heißt DLC raus, dieses Jahr. Also, wenn das raus ist, werden wir uns das Spiel natürlich nochmal anschauen. Ja, dann geht es demnächst nochmal ein bisschen weiter. Bin gespannt, wie viel da kommt, ob auch eine Welt kommt, ob noch zwei Bosse kommen oder wie viel da wirklich dann kommt. Aber weil es schon relativ lange in Entwicklung ist, ja, sehe ich da ganz gut von. Also ich freue mich. Ich glaube, das könnte geil werden. Ja, um jetzt auch noch zu sagen, welche Bosse ich denn am schwersten fand. Also ich würde sagen, auf Platz 3 ist der Roboter, dieser Dr. Karls Robot. Den fand ich ziemlich schwierig. Gerade die erste Phase und auch die letzte war absolut gestört. Also der war schon sehr schwer. Danach kommt für mich, was mit Unity ist das gemacht? Geil. Sag euch, Leute, Unity Engine ist cool. Dann kommt für mich der Drachenboss und als letztes eben King Geist. Der war schon der schwerste. Ja. Gut, Leute, aber dann war es das für das LP. Ich habe auch eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wir haben es einmal zu 100% durch. Also 100% im Sinne von spielmäßig 100%. Ich kann es euch mal kurz zeigen. 98%. Was? Habe ich irgendwo eine Dinger übersehen? Ich habe wahrscheinlich irgendwo eine Münze übersehen in dem Level. Okay, jetzt will ich aber noch nicht noch reinschneiden, wenn ich tatsächlich irgendwo eine Münze übersehen habe. Das geht natürlich nicht. So, wartet mal. Was passiert, wenn man... Oh, es gibt jetzt sogar Experte. Oh nein. Experte ist wahrscheinlich nochmal schwieriger, aber das mache ich natürlich jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich eher was für ein Livestream oder so. So, was passiert, wenn man hier Nein sagt? Oder ja? Ihr gehört mir, wir werden hier unten einen hellen Spaß haben. Was passiert dann? Alter, WTF. WTF, Mann. Okay, das heißt... Selling out. Ich habe sogar noch eine Errungenschaft bekommen. Gut, ich werde das jetzt skippen hier, weil das kenne ich jetzt schon. Aber interessant, ich finde es ganz witzig, dass es zwei Enden gibt. Klar, es war jetzt keine große Entscheidung. Man kann quasi den Final Boss skippen und das Spiel auch trotzdem abschließen. Aber so schwer ist der ja nicht. Also wenn man die vorherigen Bosse geschafft hat, wird man den auch schaffen. Aha, hier hinten waren wir noch nicht, beim Clown. Was gibt's denn hier? In all euren Kämpfen, in all meinen Reimen, wurdet ihr 345 Mal zu Gebeinen.
Okay, ist einfach so eine Statistik. Also 345 Mal wurde ich gekillt. Toll. Dankeschön, ey. Ich weiß nicht, ob wir das mussten. Das hört sich doch irgendwie ziemlich schlecht an. Alter, 345 Mal, das ist ganz schön viel. Ah, okay. Der gibt mir eine Goldmünze. Aha, noch eine versteckte Goldmünze. Okay, wahrscheinlich fehlt jetzt einfach noch so eins von diesen Goldmünzen und dann hat man... Okay, also ich kaufe jetzt, glaube ich, mal den Shop auf. Wenn das geht. Kreisel, das ist doch was Gutes. Okay, das kann man uns auch noch kaufen. Okay, ich glaube, man soll wirklich den Shop aufkaufen einfach. Da brauche ich aber noch zwei Münzen. Okay, das heißt, ich muss noch zwei Münzen irgendwo herkriegen. Und dann hat man wahrscheinlich 100%, schätze ich mal. Aha, okay. Da ist schon mal noch was. Ha, okay, hier ist eine letzte Münze. Man hat sogar so ein bisschen gesehen. Die war da so zwischen den Bäumen versteckt, so richtig fies. Okay, nice, dann haben wir jetzt alle Münzen. Dann kann ich jetzt zum Shop gehen, das letzte kaufen. Und dann sollten wir die 100% haben. Also, Cuphead auf 100% gespielt. Ja, also ich habe auch immer den Level alle Münzen bekommen und so. Du hast alles gekauft. Noch ein Archivmünz. Geil. Gut, Leute, dann schauen wir nochmal nach, ob es jetzt wirklich 100% ist. Aber jetzt sollte es doch wohl 100% sein, oder? Also ich meine, ich habe quasi alles geholt. Klar, man kann in dem Boss noch überall versuchen, den S-Rang zu kriegen, wenn das überhaupt S-Rang heißt, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall den besten Rang, vielleicht heißt er auch einfach nur A++ oder so. Das kann man natürlich noch machen, aber das ist, wenn wir zumindest in diesem LP jetzt hier nicht machen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe euch natürlich auch, dass es euch gefallen hat. War ein sehr intensives Projekt für mich und auch sehr zeitintensives Projekt vom Schneiden natürlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, auch bei so einem kleineren Projekt geht es natürlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich gerne nochmal über einen letzten Like freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum DLC wieder hier bei Let's Play Cuphead. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. The devil will take their heads.